Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich Ihnen erklären, wie Sie das Remote Panel bzw. das Fernwartungspanel konfigurieren. Zuallererst brauchen Sie dafür eine Erweiterungskarte aus unserem System, und zwar die LAN-Karte bzw. die Karte LAN Plus. Diese müssen Sie mit einem LAN-Kabel mit einem Router verbinden. Anschließend, zur weiteren Konfiguration, verwenden wir das Touchpanel. Gehen dazu in System, geben die Passwörter ein und unter Service finden wir wieder den Punkt Erweiterungskarten. Gehen dazu auf LAN und müssen nun zuallererst ein Passwort eingeben. Wir nehmen dafür ein recht einfaches Passwort, und zwar 4x die 1, drücken auf Enter, gehen kurz zurück und dann nochmal auf Erweiterungskarten, gehen auf LAN und wir sehen, dass das System nun per LAN verbunden ist. Des Weiteren sehen wir neben der Bestätigung die IP-Adresse, welche später beim Remote Panel eingegeben werden muss. Und des Weiteren bestehen zwei weitere Funktionen, und zwar kann man ein RSA-Passwort eingeben sowie eine statische IP-Adresse einstellen. Aber das ist in dem Fall nicht nötig und wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir das Remote Panel konfigurieren. Um das Remote Panel konfigurieren zu können, greife ich nun auf einen Laptop zurück. Zuallererst müssen wir davon ausgehen, dass eine Internetverbindung herrscht, und in dem Fall haben wir eine WLAN-Verbindung. Und anschließend muss die Software von unserer Website heruntergeladen werden. Sofern dies dann geschehen ist, können wir die Software öffnen, das Programm öffnen. Und nun müssen wir die Daten abgleichen. Wir wählen in dem Fall die Verbindung über die Karte LAN Plus, müssen in dem Fall genau dieselbe IP-Adresse angeben, wie sie zuvor schon auf dem Touchpanel angegeben wurde. Das Port ist in dem Fall 1025, das ist in den meisten Fällen, das braucht also auch nicht geändert zu werden. Und zu guter Letzt muss noch das Passwort eingegeben werden, welches wir auch zuvor schon eins eingestellt hatten. Das ist also 4x die 1 und dann kann OK gedrückt werden. Und somit ist man über den Laptop bzw. über den PC zum System verbunden.